Ein Hubschrauberflug am Tiroler Achensee erregte unlängst großes Aufsehen. Dabei war es ganz besonders die Fracht des Helikopters, die für Staunen sorgte. Ein Gipfelkreuz aus purem Granit sollte auf die Seekarlspitze transportiert werden. Also das Kreuz, das ist ungefähr 4,10 Meter lang und hat ein Gewicht von ca. 2700 Kilo. Der mit Doppelrotorsystem ausgestattete Hubschrauber holte das Kreuz in Mittelgebirgshöhe ab. Beim Transport galt es, einige Besonderheiten zu beachten. Dadurch, dass es immer Stein ist und dadurch er relativ schwer ist, ist es natürlich auch nicht möglich, das bei Hans raufzubringen. Und da haben wir auch einen super Partner mit dem Leo Schwarzmann, quasi als Logistikpartner, der uns beim Flug des Kreuzes auf dem Gipfel unterstützt. Der Helikopter transportierte das Kreuz in wenigen Minuten hinauf zur 2261 Meter hohen Seekarlspitze. Höchste Anforderungen an das Können des Piloten stellte dabei die Zentimeterarbeit beim Einfädeln in das Fundament dar. Mit vereinten Kräften wurde das steinerne Kreuz von Mitgliedern der Bergrettung Maurach und den Flughelfern schließlich am Gipfel fixiert. Die Beteiligung meiner Familie am Kreuz ist ganz einfach, dass wir in diesem Trio des neuen Gipfelkreuzes die Flüge organisiert haben und die Flugkosten vollständig übernehmen. Und letztendlich ist die Bergrettung bei uns eine sehr wichtige Institution. Also das Besondere an diesem neuen steinernen Zeuge auf der Seekarlspitze ist die Zusammenarbeit aller Akteure in der Region. Das ist von freiwillige Helfer über wirklich Handwerksbetriebe und dann auch in diesem Sinne vom Tourismusverband Achensee, dass wir die Kommunikation für so ein tolles neues Highlight übernehmen haben dürfen. Weithin sichtbar und für die Ewigkeit gemacht, thront nunmehr das neue Gipfelkreuz auf der Seekarlspitze. Ein steinerner Zeuge hoch über dem Achensee.